Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es ein Video, was wir diese Art noch nicht gemacht haben. Echt nicht? Doch. Weißt du, ob das ja, Weihnachten haben wir auch eine Zusammenfassung der Weihnachtszeit gemacht. Ja, Weihnachten, Silvester 2017. Ja, okay, das war so ein kleines Event oder zwei, so Weihnachten und Silvester. Auf jeden Fall gibt es heute ein Video zur Zusammenfassung des gesamten Sommers dieses Jahr. Das klingt so sachlich. Zusammenfassend. Ja, einen kleinen Überblick über alles, was wir so gemacht haben. Also jetzt nichts aus Videos, was ihr schon kennt, sondern, das wäre ja langweilig, sondern so Sachen, die wir eben noch nicht in irgendwelchen Videos drin hatten. Weil wir dieses Jahr nicht in Urlaub gefahren sind, also nicht so richtig. Das Erste, was ihr jetzt sehen werdet, da sage ich, wir sind dieses Jahr auch gereist. Aber das war ein Wochenendausflug. Es ging wohin? Nach Österreich. Ach ja. Das klingt auch blöd, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Aber das war halt, wir haben keinen so einen richtigen Urlaub gemacht, weil wir ja dieses Jahr, also diesen Sommer, seit diesem Sommer zu dritt sind. Und das hätte sich jetzt nicht so gut ergeben, so Urlaub und Kind kriegen gleichzeitig. Naja, auf jeden Fall haben wir dafür ganz viele andere coole Sachen diesen Sommer gemacht. Und ja, da wollen wir euch jetzt einfach nur einen kleinen Einblick geben noch so. Und ja. Viel Spaß. Hier seht ihr erstmal ein Bild aus Österreich, wo wir diesen Sommer waren. Wir sind natürlich auch ein bisschen gereist. Da ist ein kleiner Igel, den haben wir gerettet und bei meinen Eltern in den Garten gesetzt, weil da noch andere Igel leben. Und hier seht ihr unseren kleinen Garten, den wir in unserer alten Wohnung gezüchtet hatten diesen Sommer. Jetzt, wo wir umgezogen sind und den Balkon haben, werden wir wahrscheinlich dann einfach nächstes Jahr hier auf dem Balkon uns ein paar Pflanzen züchten. Vielleicht auch irgendwas, was man essen kann, Tomaten oder so. Ja, hier haben wir ein ganz cooles Rezept diesen Sommer gefunden, was uns sehr gut geschmeckt hat. Und ihr könnt ja Pause machen, wenn ihr das Rezept euch irgendwie abschreiben oder abfotografieren wollt. Ja, auf jeden Fall muss halt zuerst der Teig zusammengerührt werden und das ist eigentlich nicht kompliziert. Also mit dem Mixer muss das Ganze zusammen gemischt werden praktisch, dass es eine teigartige Konsistenz hat. Und ja, dann kommt das im Ofen, also erstmal in so Muffinförmchen. Hier seht ihr gerade so eine Vanilleschote. Also wir haben halt echte Vanille genommen, man kann ja auch so Aroma nehmen. Ja, auf jeden Fall kommt es dann in Muffinförmchen, wenn es fertig ist, und in den Ofen. Und nach dem Backen muss man es abkühlen lassen. Also wir haben das zumindest so gemacht, weil wir da noch so ein Topping drauf machen wollten. Und wenn man das auf die warmen Cupcakes macht, dann schmilzt das Topping. Und ja, wir haben da so ein Topping aus, glaube ich, Frischkäse und Butter und Puderzucker gemacht. Da haben wir, glaube ich, nur gegoogelt, fix. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das mit beim Rezept dabei war oder ob wir uns da selber was ausgedacht haben. Aber das kann ja jeder eigentlich machen, wie er möchte. Und ja, das haben wir dann eben angerührt und nochmal kalt gestellt. Und dann später noch auf die Cupcakes eben drauf gegeben und ganz am Ende dekoriert, das seht ihr gleich noch. Ja, auf jeden Fall wollten wir euch das Rezept jetzt nicht so als extra Video abdrehen, weil es halt wirklich was Einfaches ist, was man mal schnell machen kann und man da eigentlich ziemlich kreativ und kreativ sein kann und eigentlich machen kann, was man möchte, so von Zutaten, Sachen beliebig austauschen und so weiter. Aber wir haben das halt diesen Sommer gemacht und es hat uns wirklich, wirklich gut geschmeckt. Also wir waren unglaublich begeistert und das wollten wir gerne mit euch teilen. Ja, wir backen, wie ihr gesehen habt, in so Silikon-Muffin-Förmchen, weil wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch weder so ein Muffinblech hatten, noch so Papierförmchen. An sich finde ich die eigentlich ganz praktisch und die halten auch alles aus, so im Ofen und so weiter, ne? Aber da kann man keine Muffins verschenken. Ist mir dann so irgendwann mal aufgefallen. Oder jemand mal mitgeben, wenn jemand da ist und es sind noch welche übrig vom Kaffee trinken oder so. Aber, das sind die von Ikea. Ich glaube, da gibt es auch nur eine Sorte. Die sind wirklich gut. Die können auch im Geschirrspüler. Also, die würde ich persönlich empfehlen, wenn man mich danach fragt. Und
Ja, aber man kann die natürlich genauso gut auch in solche Papierförmchen machen. Wenn man dann so ein Blech hat, ist es auch nicht so breit. Ja, genau. Und hier seht ihr jetzt auch nochmal speziell das Topping. Da haben wir auch noch so Vanille dran gemacht. Ich weiß nicht, ob das auch mit dran sollte oder ob wir einfach dann gesagt haben, hier guck, ist es noch was übrig von der Vanilleschote. Machen wir das noch mit dran. Aber es hat wirklich so schöne kleine schwarze Punkte gemacht und es schmeckt auch einfach gut. Also ja, es sieht nicht nur schön aus, sondern macht auch dann wirklich noch was für den Geschmack. Und ja, genau, wir waren auf jeden Fall sehr begeistert. Die Cupcakes sind jetzt fertig und wir verkosten die jetzt eben noch. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Habt ihr ja schon gesehen, wie die fertig sind. Riecht auch gut. So sieht der aus. Bleiben auch ziemlich gut. Ich koste jetzt, okay? Mhm. Vielleicht muss das Silikonspray ran, dann wird es besser ausgehen. Oha. Wie eine unnormale Kalorienbombe. Wie kommst du denn darauf? Schmeckt aber. Die Kombination ist echt geil. Mhm. Und ganz viel auf einmal. Aber man schmeckt von dem Erdnusszeug gar nichts. Es schmeckt gefühlt nur dieses oben drauf. Echt? Mhm. Aber es schmeckt. Mh, nee, hinterher kommt. Es sind sogar Stückchen drin, weil wir hatten so Erdnussbutter mit Stückchen. Fazit: lecker. Sind sehr, sehr lecker. Sehen auch richtig gut aus, gehen schnell, gehen einfach. Wir hatten jetzt alles da, also wir mussten jetzt nichts irgendwie kaufen. So, und jetzt gibt es hier noch ein kleines Smoothie-Rezept. Wir haben diesen Sommer, meine ich natürlich, ganz viel Obst gegessen. Gerade durch die Schwangerschaft hatte ich permanent Appetit auf Obst. Ich hätte immer frisches Obst essen können, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja, und hier habe ich ein kleines Rezept für euch abfotografiert, was ich einfach so mal gemacht hatte. Aber eigentlich ist es ja unglaublich variabel und es schmeckt eigentlich immer. Also ja, egal was man dran macht. Und ja, genau, einfach hier jetzt ein Rezept zur Inspiration für euch. Ja, und wie ihr hier vielleicht schon sehen könnt, haben wir uns dieses Jahr neue Felgen gegönnt. Wir haben das einfach mal mitgefilmt und ich fand es so cool, das als Zeitraffer zu machen und euch das mal eben zu zeigen. Zumindest, wie wir ein Rad gewechselt haben. Also wir haben halt neue Felgen und neue Reifen uns geholt und ich finde die unglaublich schön. Also die haben dem Auto so viel, sag ich mal, an optisch Schönes verliehen. Also die ihr jetzt da noch seht auf dem Bild, das sind unsere Winterreifen. Die sind eigentlich auch schön, also dafür, dass es so Originalfelgen sind, also sind in Ordnung. Aber die neuen sind einfach super und ja, es war halt einfach nötig, neue Reifen an sich zu bestellen. Und dann haben wir gleich gesagt, los, jetzt gibt es neue Felgen und unser Auto ist ja auch ein Jahr alt geworden, also ein Jahr bei uns, das ist natürlich schon ein bisschen älter. Ja, und dann zum Geburtstag sozusagen hat unser Auto dann neue Felgen bekommen. Ja, und das war eigentlich auch ein ziemliches Highlight diesen Sommer für uns. So, und nach der Arbeit gibt es dann auch noch eine Belohnung. Ja, wir haben diesen Sommer sehr viel gegrillt oder verhältnismäßig viel dafür, dass wir jetzt keinen Garten haben und so. Ja, und das, wo ihr uns jetzt hier gesehen habt, das war eigentlich an so einem Feld mit Blick auf die Autobahn, aber beim Sonnenuntergang war das eigentlich egal, wo man da hingeguckt hat, das war einfach total schön. So, das war es dann leider auch schon mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wenn ja, dann könnt ihr ja gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr Lust auf mehr solche Videos habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe Lust drauf, aber mal geplant. Dann schreib's in die Kommentare. Okay, weil das ist jetzt eher so, weiß ich nicht, so
spontan nennt sich das. Ja, weil die Videoaufnahmen sind nicht alle so für ein Video gedacht gewesen, sondern manchmal einfach so entstanden. Gewesen. Nein, aber zum Beispiel das mit dem Grillen, was ihr gerade gesehen habt, das habe ich mehr oder weniger einfach so ein bisschen gefilmt und dann habe ich so gedacht, dann kann das ja eigentlich mit rein, weil es dazugehört. Genau. Ja, dann könnt ihr gerne unsere letzten Videos anschauen, das allerletzte verlinken wir unten drunter. Und dann würde ich sagen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video.